Willkommen in der Technik-Videowelt. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, man wird anonym angerufen und manchmal ist das ganz schön nervig, gerade wenn es sehr oft passiert. Wie ihr diese anonymen Anrufer einfach immer automatisch blockieren könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Videowelt. Ich bin Nina und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr beim Samsung Galaxy S21 anonyme Anrufer ganz einfach blockieren könnt. Damit ihr das besser mitverfolgen könnt, wechseln wir jetzt einmal zu meinem Galaxy S21. Viel Spaß! Okay, dann werde ich euch jetzt einmal zeigen, wie ihr anonyme Anrufer dauerhaft blockieren könnt. Und vielleicht im Vergleich dazu, wir machen jetzt noch einmal sozusagen einen normalen Anruf. Wenn ich also jetzt hier das Galaxy S21 quasi anrufe, dann sehen wir hier oben private Nummer. Und genau, ich habe das jetzt hier weggedrückt. Das heißt, hier wird uns also sozusagen ein anonymer Anrufer angezeigt. Das kann natürlich sehr störend sein, vor allem wenn ihr irgendwie ständig anonym angerufen werdet und auch gar nicht wisst, wer überhaupt dahinter steckt. Deswegen gibt es eben beim Galaxy S21 auch die Option, das dauerhaft zu blockieren. Und dafür geht ihr dann eben, wenn ihr hier in der Telefon-App seid, einmal oben auf die drei Punkte und da auf Einstellungen. Und dann seht ihr schon hier ganz oben als erstes, findet ihr den Punkt Nummern sperren. Den wählt ihr dann einmal aus. Und dann wieder ganz oben seht ihr bereits unbekannte private Nummern ausblenden. Und genau das ist die Einstellung, die eben im Moment nicht aktiviert ist und die wir aber in diesem Fall aktivieren müssen. Das heißt, wenn ich das jetzt einmal aktiviere, dann gehen wir einfach wieder zurück und testen jetzt das Ganze nochmal. Und jetzt sollte natürlich nach Möglichkeit der Anruf gar nicht mehr bis zu uns durchkommen. Ich rufe also nochmal an und sehe jetzt, der Anruf kommt gar nicht durch und hier wird direkt angezeigt, Teilnehmer besetzt. Das heißt, egal welche anonyme Rufnummer, aber die kommen dann alle überhaupt gar nicht mehr durch und der anonyme Anrufer bekommt dann dauerhaft quasi besetzt, hört der dann auf der anderen Seite. Genau, so einfach ist es. Damit seid ihr dann also diese nervigen anonymen Anrufer los. Wenn das für euch ein Problem ist, wisst ihr jetzt Bescheid und könnt diese Einstellung aber natürlich jederzeit auch wieder deaktivieren. Ja, natürlich muss das jeder individuell selbst entscheiden, ob ihr anonyme Anrufer grundsätzlich blockieren wollt oder nicht. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie das Ganze geht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt es uns in die Kommentare. Abonniert den Kanal, damit ihr immer mit dabei seid und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!